Im kleinen idyllischen 100-Seelen-Ort Rieden findet der Gast den absolut ruhig gelegenen Gasthof Kreuz. Unweit vom Lech bietet der 300 Jahre alte Hof traditionelle Tiroler Gastlichkeit in reizvoller Umgebung. Die freundliche Stätte ist ein Landgasthof wie aus dem Bilderbuch. Die gemütlichen Stuben und der herrliche Gastgarten laden zum ausgiebigen Verweilen ein. Mit kleinen Details setzt das Familienunternehmen einzigartige Akzente. So zum Beispiel die handbemalten Bauernmöbel oder antike Zirbenholzmöbel für ein unverwechselbares Flair. In dem gepflegten Ambiente empfängt die Familie Salitz ihre Gäste mit natürlicher Herzlichkeit. Als Grundlage für die feine Regionalküche achten die engagierten Wirtsleute auf frische Produkte vom Bauern aus der Region. Daraus zaubert Küchenchef Heinz Salitz die herzhaften Gerichte der Original-Tiroler Küche und seine besonderen steirischen Spezialitäten. In den köstlichen Speisen verbindet er bodenständige Rezepte mit immer neuen Ideen. Der bestens bestückte Weinkeller ergänzt die Gaumenfreuden mit ausgewählten österreichischen und italienischen Tropfen. Der kulinarische Tag beginnt hier bei einem Tiroler Frühstück mit hausgemachten Marmeladen, Bauernspeck, Bio-Joghurt und Hausbrot. Am Abend klingt ein erfüllter Tag bei einem gemütlichen Essen mit feinen Gaumenfreuden aus. Grüß Gott und grüß euch bei uns im Kreuz in Rieden. Mein Mann Heinz und ich freuen uns heute, euch unser über 300 Jahren alten Gasthof vorstellen zu dürfen. Wir beide führen den Betrieb mittlerweile jetzt seit 2011. Im Familienbesitz ist er aber schon seit 1983. Der Heinz, mein Mann, ist ja auch der Küchenchef und der wird euch nun an seinem Platz in der Küche was Gutes kochen. Ich mache für Sie heute eine Regenbogenforelle vom Kreuz mit Kräutern und Petersilienkartoffeln. Dazu gibt es verschiedene Blattsalate. Die Forelle kommt natürlich aus unseren heimischen Gewässern. In einer großen Pfanne erhitzen wir etwas Butter. Dann würze ich die Regenbogenforelle mit etwas Salz und bestäube sie auf beiden Seiten mit Mehl. Ich lege sie anschließend in die heiße Butter und brate sie auf beiden Seiten langsam goldbraun. Mit einem Suppenlöffel sollten Sie öfters die Butter aus der Pfanne in den Bauch der Forelle schöpfen, um damit den Gargang zu beschleunigen. Kurz bevor die Forelle fertig gebraten ist, geben wir die Kräuter, ich nehme hier Petersilie, Schnittlauch und Liebstöckel, in den Bauchraum und begießen diese wieder mit heißer Butter. Wenn man nämlich die Kräuter gleich dazu gibt, verbrennen diese und das sieht erstens nicht schön aus und es schmeckt auch nicht gut. Wer gerne Knoblauch mag, kann diesen mit den Kräutern zusammen zerkleinert in den Bauchraum geben. So, die Forelle ist nun fertig. Wir legen sie auf einen Teller und bestreuen diese mit den restlichen Kräutern. Die Butter aus der Pfanne kommt in eine Saucer und wird dann zur Forelle mit den Petersilienkartoffeln, einer Zitrone und den Blattsalaten gereicht. Gutes Gelingen und Genießen wünscht Heinz Salitz vom Kreuz in Rieden. So, das war's für heute. Und wir zwei, der Heinz, die Babsi und die Paula, täten uns wirklich freuen, wenn wir uns im Gasthof Kreuz in Rieden einmal sehen täten. Vielen Dank.